Hallo zusammen zum App Review Nummer 141. Ihr seht hier oben an der Uhrzeit, es ist jetzt gerade 7.28 Uhr, das heißt richtig früh am Morgen. Ich bin auch gerade eben erst aufgestanden, aber ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich jetzt unbedingt ein App Review machen muss. Deswegen habe ich hier mir vier Apps rausgesucht und wir fangen gleich mal mit der ersten an und die nennt sich Blackout und kommt von Disney, kostet... Wieso ist hier eine Tastatur? Naja, ist egal. Kostet auf jeden Fall 79 Cent und ist auf ein sehr, sehr lustiges... Kombinationsspiel. Auf jeden Fall, diese Stadt hier hinten ist ohne Strom. Ich habe hier schon teilweise ein paar Häuser wieder zum Leuchten gebracht. Und zwar macht ihr das... oh Gott, wo war das denn? Energie. Und ich wähle jetzt hier einfach mal irgendeins aus. Baue die. Fortsetzen. So, da haben wir es jetzt. Was man hier machen muss, Level 10, klingt gut. Und zwar, seht ihr hier, kommt sozusagen das Licht raus. Ihr könnt jetzt hier diese, ich könnte jetzt hier zum Beispiel hier anfangen. Man muss immer an diesem komischen hier Kreuz hier anfangen. Und dann kann man hier Sachen miteinander verbinden. So, und das mache ich jetzt mal. Und ihr seht jetzt ist der ganze Bereich hier mit Licht ausgefüllt. Und mein Ziel ist es, oh, zwei Fingern, wo haben wir denn? Diese Dinger hier zum Leuchten zu bringen. Das heißt, ich muss mir hier irgendwie einen Weg durchbahnen. Und hier oben sieht man, ich muss vier davon aktivieren. Okay, dann machen wir das doch am besten mal. So, 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 so. Und dann... wenn ich den Weg hier nehme... ja, es ist tatsächlich doch... Also am Anfang ist es noch relativ einfach. Da ist es immer nur so ein Weg, der vorgegeben ist. Da muss man nicht viel drüber nachdenken. Später, ihr seht hier schon, da muss man dann schon echt planen, weil die Dinger sind auch rar gesät. Es kommt zwar immer von oben wieder welche nach, aber da muss man dann schon echt überlegen, welchen man denn jetzt nimmt. So, und den jetzt noch. Und dann ist der hier auch mit Licht aktiviert. Wenn man länger braucht, dann ist es sozusagen, als ob von außen diese Dunkelheit wiederkommt. Ihr seht es jetzt hier, ein bisschen am Rand wird es abgedunkelt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es wird so ein bisschen abgedunkelt und am Ende hat man wirklich nur noch so einen kleinen Bereich in der Mitte, wo man dann noch was sehen kann. Jetzt sieht man es schon ein bisschen besser. Ja, das ist das Grundprinzip von Blackout. Es ist auf jeden Fall motivierend. Es ist mal so ein bisschen was anderes, als immer nur so komische drei Steine miteinander verbinden. Und ja, für 79 Cent sehr, sehr günstig. Oh Mann, hier gibt es aber viele davon. Ich meinte gerade, die sind stark begrenzt. Naja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall lustig. 79 Cent kann man da auf jeden Fall zuschlagen. So, wir gehen weiter zu einem kleinen Geschicklichkeitsspiel. Und zwar nennt sich das Stuntbiker. Und Stuntbiker ist an sich ein sehr, sehr lustiges Spiel. Ich weiß nicht. Ja, OpenFind braucht bestimmt bald keiner mehr mit Game Center. Naja. Auf jeden Fall bei Stick Stunt Biker, meine Güte, so früh am Morgen. Da hat man hier diese verschiedenen Level und muss damit mit seinem Männchen durchfahren. Wenn man hier rechts auf dem Bildschirm tippt, fährt man und dann muss man versuchen, mithilfe der Akzelerometersteuerung sein Männchen sicher ans Ziel zu bringen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier zu weit nach hinten steuern würde, dann fällt er runter und alles ist kaputt und doof und... ja, dann kann ich das hier, muss man das nochmal ganz von vorne probieren. Und ja, das tue ich jetzt auch hier nochmal. An sich ist das Spiel lustig. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist, dass das hier wirklich so mit der einzige Umfang ist. Da kommen nicht viele extra Sachen hinzu, man kann keine Items einsammeln und so. Es ist wirklich immer nur dieses Geschicklichkeitsfahren. Das würde mich auch noch nicht so groß stören, wenn... meine Ergebnisse, also ich habe wirklich hier, nicht dass ihr denkt, ich habe die Level noch nie durchgespielt, ich habe so gut wie alle durchgespielt, die späteren sind auch wirklich schwer, aber sobald ihr euer Gerät ausschaltet, sind diese Spielstände wieder weg. Das finde ich dann doch so ein bisschen doof, das heißt, sie werden nur so im Arbeitsspeicher gesichert und laufen dann im Hintergrund mit Multitasking und so. Das finde ich dann doch ziemlich ärgerlich. Wenn sie das ändern würden, dann wäre das wirklich so ein lustiges Spiel für zwischendurch, was zwar einen relativ begrenzten Umfang hat, aber trotzdem viel Spaß macht. Aber so wie es im Moment ist, ist es leider keine Empfehlung. So, wir gehen weiter zu einem nächsten Spiel, was ich auch nur mit reingebracht habe, weil Puppy-Spiele einfach irgendwie so dazugehören. Und zwar ist das Puppy Orange.
Das Spielprinzip ist relativ einfach. Ihr fliegt hier im Weltraum rum und euer komisches Papi-Ding kann hier mit Laserstrahlen Hamburger kaputt schießen, die dann auch manchmal hier zurückschießen, wie ihr seht. Es ist immer dieses gleiche Level. Das heißt, irgendwann kennt ihr das in- und auswendig. Ich verliere trotzdem immer, weil ich das sowas hier irgendwie nicht kann. So. Und dann noch an sich, es ist wirklich immer das Gleiche hier. Ihr habt nicht viele verschiedene Gegner, die irgendwie was Unterschiedliches können. Jetzt habe ich auch schon wieder ein Leben verloren. Und ja, an sich, das Spiel ist kostenlos. Man kann nicht so viel falsch machen. Den Gegner habe ich auch schon mindestens 100 Mal besiegt. Und ja, es ist einfach ein Papi-Spiel. Es gehört einfach irgendwie dazu. Deswegen für alle Papi-Fans, ihr seht hier unten auch noch die anderen Spiele der Serie, einfach mal runterladen. Man hat ja nichts zu verlieren. Es ist ja kostenlos. Und wir kommen zur letzten und gleichzeitig auch zur teuersten App, und zwar The Simpsons Arcade für 2,39 €. Für alle Simpsons-Fans, hier habt ihr jetzt mal ein Spiel dazu. Es beruht, glaube ich, auf irgendeinem Klassiker, den ich mal wieder verpasst habe, weil ich bestimmt noch nicht geboren war oder viel zu jung war. Aber auf jeden Fall, ihr seht hier diese Spielkonsole, das ist jetzt alles auch so ein bisschen aufgebaut. Ja, natürlich ist es aufgebaut, aber so in diesem Retro-Style so ein bisschen, The Simpsons, Spiel fortsetzen. So, jetzt hat man hier noch verschiedene Level zur Auswahl. Das hier ist das erste, Springfield Zentrum, dann Springfield Passage oder Passage, Channel 6 Studios und dann noch welche, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt, es gibt insgesamt 6 Level. Wir starten jetzt einfach mal irgendeins. Da kann ich schon mal gleich sagen, was mich da so ein bisschen stört. Die Level sind sehr, sehr lang und es wird zwischendrin nicht gespeichert. Es beherrscht auch noch kein Multitasking. Das heißt, ihr müsst da wirklich sehr, sehr lange spielen. Das ist keine Klopperei für zwischendurch. Das stört mich ein bisschen. So, aber ihr seht hier schon mal, was man machen muss. Ihr seid Homer und habt irgendwie... die Geschichte ist schon ein bisschen länger her, der Anfang. Aber ihr habt, glaube ich, irgendwas gegessen, was ziemlich wertvoll war. Ich glaube, so ein Donut. Und diese komischen Leute wollen den zurückhaben. Und ihr kloppt euch hier die ganze Zeit durch. Hier unten mit dem Stick steuert ihr. Hiermit könnt ihr schlagen. Mit dem hier könnt ihr springen. Ihr könnt das hier auch noch zu so einer Combo kombinieren. Und ja, das ist so das ganze Spielprinzip. Was es aber allerdings lustig macht, sind nicht so unbedingt die verschiedenen Gegner, weil die bringen nicht so viel Abwechslung. Zwischendrin gibt es immer noch Boss... Ups, hier muss ich weg. Gibt es immer noch Bosskämpfe und ihr könnt verschiedene Sachen einsammeln und dann helfen euch zum Beispiel andere Vertreter der Simpsons-Familie. Zum Beispiel Maggie haut euch mit so einer Rassel auf den Kopf, dadurch werdet ihr total wütend und seid auf einmal so gut wie unbesiegbar oder ihr fahrt oder Bart setzt sich auf eure Schultern und ihr und der schießt dann irgendwie die ganze Zeit mit seiner Steinschlaude. Ihr könnt Milhouse erschrecken und dann Trophäen einsammeln. Es ist wirklich einfach so ein Spiel für Simpsons-Fans, weil an sich ist es nur, wie ich finde, eine müde Klopperei. Mehr ist dieses Spiel nicht. Aber durch diesen Simpsons-Aspekt ist es wirklich doch eine Empfehlung, weil Simpsons sind doch irgendwie Kult. Und deswegen für Simpsons-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung, für alle anderen eher nicht, weil für die ist das dann doch eher langweilig und man hat nicht diesen Nostalgie-Effekt. So, und jetzt werde ich hier auch gerade umgerannt. Und ja, das war's mit App Review Nummer 141. Sucht euch ein paar schöne Apps raus. Und ich habe da noch eine, oder viele Leute haben mich darum gebeten, ich soll doch mal sagen, woher ich denn hier meinen Bücherregal-Hintergrund habe. Jetzt in der Beschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr dann einfach rechtsklick und dann Bild speichern unter und oder ihr macht es direkt mit dem iPod, ist mir auch egal. Da könnt ihr euch das Bild dann kostenlos runterladen. Ich hoffe, damit sind alle Fragen erstmal geklärt. Und ja, das war's mit App Review Nummer 141. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ansonsten freue ich mich, dass ich heute endlich mal wieder ins Stadion kann. Ich war letzte Saison überhaupt nicht im Fußballstadion und heute gehe ich wieder hin. Und ja, ansonsten noch ein schönes Wochenende und ja, ich bin raus hier. Ciao.